Hey Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Wir sind an Tag 4 angelangt. Kurzes Update zu gestern. Gestern Abend ging es mir irgendwie schlecht. Aber nicht, weil ich Hunger hatte. Ich hatte tatsächlich mal keinen Hunger abends. Vielleicht hat er sich dran gewöhnt. Der Bauch. Brauchst du gar nicht lachen, ne? Wer davor das Video gesehen hat, weiß warum. Ich war ja gestern auf dem Fußballplatz und es war mega kalt da oben und wahrscheinlich, ich bin auch sehr empfindlich, ging es mir dann nicht so gut. Nacht war gut, heute Morgen aufgestanden um 6.45 Uhr. Warte, wann bist du aufgestanden, Sandra? Heute? Ja, wann bist du aufgestanden? Um 9. Um 9? Um 9. Wir haben jetzt 9.33 Uhr. Ja, also, wir trinken jetzt in Ruhe einen Kaffee, wie wir es morgens immer machen. Dann denke ich mal, dass wir zeitig frühstücken. Nö, sie hat keine Hunger. Sie sieht nicht so aus, als wenn sie was essen möchte. Ist ja auch nicht schlimm. Man schläft ein. So kann ich das auch nächstes Mal. Ich probiere einfach, lange zu schlafen, dann zieht sich das alles über den ganzen Tag. Nee, schaffe ich nicht. Ich stehe immer morgens auf. Ne? Ich bin immer früh wach. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es mal Frühstück gibt. Und dann seht ihr das. Hier wieder unser klassisches Frühstück im Moment. Ja, mehr ist nicht. Und Wasser gibt's. Kein Apfelsaft. So, wie ihr seht, bin ich umgezogen. Jetzt geht's zum Pflichtlauf des heutigen Tages. Die 400 Kilokalorien eben machen. Ich hoffe, mein Brustgurt und meine Uhr nehmen heute meinen Puls besser auf, dass es nicht so lange dauert wie beim letzten Mal, dass es alles so läuft wie beim ersten Mal, dass es nach 21 Minuten vorbei war. An sich stört mich nicht, was länger zu laufen. Aber wenn ich schon das Ziel habe und eigentlich so eine Vorgabe hatte, war ich da sehr enttäuscht oder habe mich da tierisch genervt, dass ich länger laufen musste, als ich eigentlich geplant habe. Ja, es ist natürlich wieder kalt draußen, das nervt mich auch. Also, das nervt mich richtig. Kommen wir kurz zu meinem Hungergefühl. Ich bin mega satt, immer noch nach dem Frühstück. Wann habe ich gegessen? Um 10.30 Uhr habe ich gegessen. Alles gut, läuft gut. Bin sehr stolz auf mich, dass ich auch so keine Lust auf so eine Zwischenmahlzeit oder mal in so eine Snackerei, was man immer gemacht hat. Also bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit. So, ich spule eben mein Programm ab und dann sehen wir uns nachher wieder. So, ich habe meinen Lauf geschafft. Es war so toll, es war super, hat richtig viel Spaß gemacht. Hat auch alles geklappt mit dem Puls. Ne, dementsprechend habe ich jetzt, warte, ich sage euch das genau. Ah, das Schweiß im Auge ist immer sehr nervig. Ich habe 3,31 Kilometer waren es in 19 Minuten und 43 Sekunden. Ich bin den ersten Kilometer in 5,52 gelaufen, den zweiten in 5,47 und den dritten, da hat die Kraft gefehlt, in 6,11. Es war leicht, es lief wirklich federleicht bin ich gelaufen und das bei meinem Gewicht. Ne, ist immer ganz lustig, wenn man dann sagt, du bist aber war heute locker Lauf. Ne? Nee, bin zufrieden, cool. Jetzt geht's ab unter die Dusche und dann hören wir uns gleich wieder. Wir haben es zum Mittagessen geschafft. Heute gibt es Ramen. Richtig lecker. Ich finde das toll. Also eine Nudelsuppe halt, ne? Mit vielen verschiedenen Sachen mit drin. Da kann man sich immer aussuchen. Bei meiner Frau sieht man das ein bisschen besser, was es gibt. Also hier sind so, zeig mal drauf, Schatz. Die Rice Cakes. Das sind so Rice Cakes. Sind irgendwie so ganz glitschig, aber sind auch gut sättigend. Ja, das ist dann heute unser Mittagessen. Ich freue mich darauf, esse ich ganz gerne, Suppe geht immer. Viel Gemüse, mega. Gut, guten Hunger. Hi Leute, ich habe jetzt Lust auf einen Naschi. Und die Diät heißt ja, ich esse, was meine Frau isst. Und ich liebe Lakritze. Faisal hasst sie. Aber wir machen uns jetzt natürlich einen Spaß daraus und geben ihn trotzdem ein. Mal schauen, ob er den überhaupt isst. Aber weil ich nicht so gemein bin, habe ich für ihn eine Alternative. Also, Schatz!
interessiert mich. Ja. Ah, da. Es gibt Naschi. Ja, geil. Ich hatte doch Lust auf was Süßes. Warte. Da willst du mich verarschen? Da habe ich jetzt schon... Beide nicht. Also ich möchte mindestens zwei essen. Ja, ich esse keine zwei. Kannst du. Magst du Lakritz? Ich hasse Lakritz. Ist das trotzdem? Du hast gesagt, du isst, was deine Frau isst. Dann stinken meine Finger die ganze Zeit an dir. Sorry. Aber das ist wirklich was ich, ehrlich, ich glaube, ich würde lieber in Asien auf irgendeinem komischen Markt, wo alles vergammelt ist oder so, irgendwelche Kakerlaken fressen. Aber musst du nicht essen. Ich habe als Alternative... Oh mein Gott, hast du es echt getan. Warum isst du es? Wobei. Ich wollte gerade so freundlich sein und sagen, ich habe dir eine Alternative besorgt. Das ist so ekelhaft. Aber das geht gar nicht. Ich mal eine. Also. Okay, ja, nicht geil. So gierig. Danke, geil. Haben wir eine schöne Aufnahme. Super. Wir sehen uns gleich wieder. So, haben wir jetzt alle schön gelacht? Ja, Lakritz geht gar nicht. Wirklich, das ist ekelhaft. Kommen wir mal zur freudigen Nachricht des Tages. Es war ein toller Tag. Ich kam mit dem Essen super klar, mein Magen hat nicht geknurrt, ich war sportlich, bin nicht ganz gut gewesen. Also habe ich mich richtig drüber gefreut, lief alles leicht. Mittagessen bombastisch, bin super satt und mir ist jetzt sowieso der Appetit vergangen, nachdem du mir so was Ekliges da gegeben hast. Ne? Ja, war super lustig. Du hättest es ja nicht essen brauchen. Ja, sonst glaubt das ja keiner. Selber ja, schuld. Man merkt das nicht, ja, das kann ja jeder sagen. Ne? So, jetzt habt ihr gesehen, jede Reaktion wird immer gleich sein. Also möchtest du kein Naschi mehr heute? Nee, heute definitiv nicht mehr. Aber ich habe auch keinen Hunger. Ich hätte heute, glaube ich, sowieso, auch wenn du gesagt hast, hier sollen wir machen, hätte ich gesagt, muss nicht unbedingt sein, heb dir das lieber für morgen auf. Wir haben erst 10 nach 5. 10 nach 5, ne? Kann natürlich sich alles noch drehen in den nächsten Stunden, aber jetzt momentan bin ich mir eigentlich sicher, dass ich das nicht mehr brauche heute. Dementsprechend verabschiede ich mich von euch heute, wünsche euch alle einen schönen Tag, nachher einen schönen Abend, euer Fizzle, bis zum nächsten Mal. Ciao.